Ganz still und heimlich hob jetzt gerade erst vor 3 Tagen das neue, größte Flugzeug der Welt ab. Das klingt schon mal sehr beeindruckend, ist es natürlich auch, hat nur nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es einfach kein Passagierflugzeug ist, sondern, ja, man könnte schon sagen, so ein bisschen ein zusammengewerkeltes Stück Flugzeugmarke Eigenbau für einen etwas speziellen Anwendungsbereich. Macht die Sache aber nicht weniger interessant und alles, was ihr jetzt darüber, über dieses Flugzeug und diesen speziellen Anwendungsbereich wissen müsst, das gibt es jetzt hier und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Das Flugzeug, das da am Samstagmorgen das erste Mal geflogen ist, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Das ist ein sehr spezielles Gerät, was es so nur ein einziges Mal auf der Welt geben wird. Die Maschine wird betrieben von dem Unternehmen mit dem Namen Stratolaunch Systems, wurde in den letzten Jahren in Mojave in den USA gebaut. Und die Aufgabe des Flugzeuges besteht einzig und allein darin, Raketenstarts aus der Luft heraus zu ermöglichen. Jetzt kann man sich natürlich erst einmal die Frage stellen, warum, aus welchem Grund möchte man überhaupt Raketen aus der Luft heraus starten lassen? Denn wenn man das so sagt, das klingt schon wahnsinnig kompliziert. Also, wie soll das denn mal ebenso funktionieren? Und das ist tatsächlich eine Frage, die sich wohl gar nicht so leicht beantworten lässt. Ich dachte, ich recherchiere das einfach mal ein bisschen und werde schon was darüber finden oder eine richtig vernünftige Antwort darauf finden. Aber es gibt gar nicht so viele Informationen dazu, keine wirklichen Daten dazu und alle Seiten behaupten irgendwie was anderes. Der Sinn dahinter, der ist dann aber doch recht leicht erkennbar und darüber unterhalten wir uns jetzt mal ein bisschen. Erst einmal ist völlig klar, mit Hilfe eines Trägerflugzeuges lässt sich einer der kritischen Teile eines Raketenstarts direkt mal aus dem Weg räumen, die ersten 10.000 Meter. Diese muss die Rakete dann nicht aus eigener Kraft zurücklegen. Das ist deswegen besonders interessant, weil die ersten 10.000 Meter die 10.000 Meter mit der dichtesten Luft auf der Reise sein werden. Auf der anderen Seite sind es aber auch genau diese 10.000 Meter, auf denen eine normale Rakete bei einem normalen Raketenstart am langsamsten unterwegs ist. Aber bis dahin ist schon mal klar, je nachdem, wo gerade auf der Welt das Trägerflugzeug dann die Rakete ausklingt, von wo aus die Rakete dann vom Trägerflugzeug aus startet, die Rakete hat bis dahin schon mal entweder die komplette oder Teile der Atmosphäre hinter sich. Dazu startet die Rakete jetzt auch nicht mehr mit der Geschwindigkeit 0, so wie sie ja am Boden, wenn sie am Boden steht, starten würde, sondern sie startet mit der Geschwindigkeit des Flugzeuges. Das sind vielleicht 800, 850 Kilometer pro Stunde. Darin besteht dann wohl auch direkt der Hauptvorteil. Man kann die Rakete daraufhin kompakter bauen oder eben die Nutzlast erhöhen und darauf möchte man eigentlich hinaus. So, das sind also schon mal ein paar Vorteile und Gründe, die es als sinnvoll erscheinen lassen, eine Rakete von nun aus lieber vom Flugzeug aus anstatt vom Boden aus starten zu lassen. Dazu kommt dann aber auch noch das Thema Flexibilität, denn man ist nun nicht mehr von einer festen Bodenstation abhängig, wo die Rakete dann aufgestellt wird, man wartet auf bestes Wetter und schickt das Ding dann los, sondern man kann mit diesem Trägerflugzeug nahezu immer den perfekten Startort für die Rakete finden und die Rakete dann von dort aus starten lassen. Über all dem steht jetzt aber noch, und damit ist es höchstwahrscheinlich auch der wichtigste Punkt, über all dem steht jetzt noch ein Umweltaspekt. Und der ist wirklich wichtig, denn das, was da bei einem normalen Raketenstart passiert, das ist nicht sonderlich schwer zu erkennen, das ist auf jeden Fall nicht umweltfreundlich. Und so mit diesem Trägerflugzeug und der Art und Weise, eine Rakete aus der Luft heraus starten zu lassen, damit kann man jetzt eine spritverschlingende Phase beim Raketenstart durch eine etwas weniger spritverschlingende Phase ersetzen. Aber noch viel wichtiger ist, das Trägerflugzeug, das kann man immer und immer wieder verwenden. Das kehrt zur Erde zurück, landet dort, kann mit der nächsten Rakete bestückt werden und fliegt direkt wieder los und schießt die nächste in den Orbit. Ziel des Ganzen ist tatsächlich genau das. Alle Teile, alle Phasen einer Rakete sollen wieder zur Erde funktionstüchtig zurückkommen. Außer eben die Nutzlast der letzten Raketenphase, denn dafür macht man die ganze Aktion ja, dafür schießt man das überhaupt alles in den Himmel. All das, was man bis zu dem Zeitpunkt nutzen musste, um jetzt beispielsweise Satellitenteile oder ähnliches überhaupt erst dorthin zu bekommen, wo sie eigentlich hin sollten, das soll jetzt wieder zur Erde zurückkehren und zwar in einem funktionstüchtigen Zustand. Und so kann man das Trägerflugzeug, obwohl es selbstverständlich technisch natürlich keine Rakete ist, so kann man dieses Trägerflugzeug jetzt als erste und dann wieder verwendbare Phase einer Rakete verstehen. Gut, aber klingt bis zu dem Zeitpunkt ja tatsächlich eigentlich ganz logisch, oder nicht? Ist bis zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich ganz gut vergleichbar mit dem, was Elon Musk mit seinen Unternehmen Tesla und SpaceX fabriziert. Das klingt alles wahnsinnig aufregend und verdammt revolutionär, hat aber selbstverständlich, und zwar in beiden Fällen, auf gar keinen Fall nur Vorteile. Denn das kostet alles wahnsinnig viel Geld, das ist mit enormem Aufwand verbunden und die Ressourcen, die an der einen Stelle eingespart werden, die werden an anderen Stellen für uns vielleicht von außen gar nicht so leicht erkennbar, an anderen Stellen auch
wieder aufgebraucht. Und Geld spart man mit diesen Aktionen kurzfristig auf gar keinen Fall. Langfristig ist das vielleicht dann nochmal eine andere Sache, aber das ist nun mal Entwicklung. Also diesen neu eingeschlagenen Weg sollte man jetzt auf gar keinen Fall in den Himmel loben, sollte ihn auf der anderen Seite aber auch nur, weil es etwas Neues ist, auf gar keinen Fall verteufeln, sondern man sollte realistisch dauerhaft nach Optimierungspotenzial suchen, denn das wird man immer irgendwo an irgendwelchen Stellen finden. Aber das ist auch eher etwas Grundsätzliches und hat wenig mit dem größten Flugzeug der Welt zu tun, deswegen schlagen wir jetzt auch mal schnell wieder den Haken zum Flugzeug. Die Aufgabe des neuen Flugzeuges und des größten Flugzeuges der Welt ist jetzt, glaube ich, ganz gut klar geworden. Aber jetzt braucht man halt so ein Flugzeug. Denn die Idee, die ist selbstverständlich nicht neu, Raketen aus der Luft heraus starten zu lassen. Denn die Vorteile liegen ja irgendwo dann doch auf der Hand. Aber wenn man jetzt eben anfängt, bei Raketen eben Gewicht abzuspecken, in Form von Nutzlast, die man dann einfach am Boden lassen muss, nur damit man das Ding mal unter ein Flugzeug schnallen kann, was eventuell für Passagierbetrieb oder ähnliches gebaut wurde, na, dann kann man das auch direkt sein lassen. Also es war völlig klar, hier muss, um die Vorteile vernünftig nutzen zu können, hier muss jetzt ein Flugzeug gebaut werden, was eine wirklich schwere Rakete, eine wirklich große Rakete und leistungsstarke Rakete auf eine Höhe von 10.000 Metern befördern kann und sie dort ausklinken und starten lassen kann. Also musste man etwas Neues bauen. Die Fähigkeit, eine deutlich über 200 Tonnen schwere Last, aka Rakete, befördern zu können, tragen zu können und auf eine Höhe von über 10.000 Metern hieven zu können oder eventuell sogar eine Anzahl von 3 oder 4 Raketen auf diese Höhe hieven zu können, das sprach man lediglich einer großen Antonov, einer Boeing 747 oder einem Airbus A380 zu. Das sind die Flugzeuge, die aktuell die größten Lasten befördern können. Und jetzt zu dem Zeitpunkt des Projektes muss man schon an das Thema Effizienz und auch Kosten denken und die größtmögliche Effizienz, die fand man hier in Form von 2 ausgedienten Boeing 747 der United Airlines. Man nahm 2 747, 2 Jumbos und machte daraus ein Trägerflugzeug. Man übernahm viele lebenswichtige Systeme aus den beiden ausgedienten Jumbos, beispielsweise das Fahrwerk oder die Hydraulik, die Avionik und auch die Cockpits wurden nahezu komplett so in das neue Flugzeug übernommen. Die beiden Rumpfsegmente des neuen Flugzeuges baute man dann aus Verbundwerkstoffen allerdings selbst. 72,5 Meter sind die Dinger lang und ja, verbunden sind die mit einem recht interessanten Tragflächenmittel. Stück, das ja auch nicht ganz instabil sein darf, denn es muss diese beiden Rümpfe zusammenhalten und es muss mal ebenso eine bis zu 230 Tonnen schwere Rakete tragen können. Sowas gab es noch nicht, musste also ebenfalls selbst gefertigt werden aus Verbundwerkstoffen, genauso wie die extrem langen Tragflächen des neuen Flugzeuges. Auch die baute man selbst aus Verbundwerkstoffen und an diesen beiden Tragflächen hängen 6 Triebwerke vom Typ Pratt & Whitney aus der 4000er Reihe, also die Triebwerke, die auch bei der Boeing 747-400 bei den ausgedienten Jets verwendet wurden. Und so entsteht dann tatsächlich ein neues Flugzeug mit 2 72,5 Meter langen Rümpfen, 6 Triebwerken und einer Spannweite von ganzen 117 Metern. Damit hat man 37 Meter ungefähr mehr Spannweite als bei einem Airbus A380 und fast 50 Meter Spannweite mehr als bei einer Boeing 747-8. Und das ist wirklich gigantisch. Die Spannweite ist es auch, diese Spannweite von 117 Metern, die das Flugzeug jetzt zum größten Flugzeug der Welt macht. Das schwerste Flugzeug, auch wenn das ja quasi auf der Hand liegt, das ist es nämlich tatsächlich nicht. Man hat es selbstverständlich auch noch nicht ausprobiert, wie viel dieses Flugzeug jetzt wirklich tragen kann, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist das maximale Abfluggewicht des neuen größten Flugzeuges der Welt angegeben mit 590 Tonnen. Das ist fast unschlagbar, aber eben nur fast, denn die Antonov AN225, die darf beim Start nämlich ganze 640 Tonnen wiegen, also nochmal ziemlich genau 50 Tonnen mehr. Da das gut 84 Meter lange Flugzeug aus der Ukraine, von dem es aktuell nur ein einziges fliegendes Exemplar gibt, da das aber ähnlich schwer ist wie der Stratolauncher, ist auch die Nutzlast des Fliegers hier nochmal eine ganze Ecke höher. Aber gut, zurück zum Stratolauncher. Man kann auch von außen ganz gut erkennen, dass man hier wirklich viele Teile von der Boeing 747 übernommen hat. Neben den Triebwerken lässt sich jetzt zum Beispiel auch bei genauerem Hinsehen zumindest an den Cockpitfenstern erkennen, dass hier auf jeden Fall Teile der Boeing 747 verwendet wurden. Also wenn ihr mal nur auf die Fenster guckt, das sieht aus wie bei einem Jumbo. Interessant ist jetzt halt nur, man hat bei einem Flugzeug 2 Rümpfe, man hat 2-mal diese Cockpitfenster. Das wirkliche Cockpit des Flugzeuges befindet sich im in Flugrichtung gesehen rechten Rumpf. Und auch im Cockpit sieht es dann ähnlich aus wie an Bord einer Boeing 747. Man hat die Steuerungseinheiten und alles, was im Hintergrund dahinter steckt, hat man alles vom Jumbo übernommen. Auf der rechten Seite sitzen dann also die 2 Piloten, dann ist noch ein Flugingenieur mit dabei und auf der linken Seite, im linken Rumpf, befindet sich dann die ganze Technik. Die hat man dort verstaut.
Und auch das Fahrwerk wurde nahezu unverändert von der Boeing 747 übernommen. Man hat zweimal ein lenkbares Bugfahrwerk, einmal für den linken Rumpf, einmal für den rechten, ist ja logisch. Und dann hat man sechsmal Teile des Hauptfahrwerks dort verbaut. Ohne Zuladung soll das Flugzeug knapp 15.000 Kilometer weit fliegen können. Mit der knapp 230 Tonnen schweren Rakete unter der Tragfläche sollen dann immer noch gut 2.400 Kilometer möglich sein. Und auch das sollte noch ausreichen, um die Rakete vom besten Ort aus starten zu lassen. Dabei steigt das Flugzeug dann wohl auf eine Höhe von etwas mehr als 30.000 Fuß, also etwas mehr als 9.000 Meter, zieht dann die Nase steil nach oben auf bis zu 45 Grad und klingt dann die Rakete aus. Diese fällt im freien Fall ein paar Sekunden runter und dann wird die Rakete gezündet und dann kann sie ja, von dort aus starten. Dadurch, dass man das Mittelteil jetzt so breit gebaut hat, dadurch sollen bis zu 3 Pegasus-Raketen nebeneinander passen. Diese Raketen gibt es schon und diese Raketen wurden auch gebaut mit der Funktion, dass sie eben von einem Flugzeug aus starten können. Aber sie gelten schon als veraltet, sollen da also dann nicht die Vorteile so gut nutzen können wie eine eventuell komplett neue Rakete. Diese dann wahrscheinlich über 200 Tonnen schwere Rakete wird zum aktuellen Zeitpunkt noch entwickelt und die soll dann bis zu 6000 Kilo Nutzlast ins All befördern können. Und damit könnte man alle Vorteile wirklich so nutzen, wie man sich das bei diesem Trägerflugzeug gedacht hat. Später kann man sich dann wohl auch vorstellen, Menschen vergleichsweise kostengünstig mit Hilfe dieses Trägerflugzeuges und einer dazugehörigen passenden Rakete den Flug ins All zu Tourismuszwecken zu ermöglichen. Na gut, viele Ideen, wer weiß, wo das alles noch hingeht. Jetzt aber wissen wir völlig klar, das Flugzeug kann auf jeden Fall schon mal fliegen. Und damit ist es das neue, größte Flugzeug der Welt. Am Samstag startete das Flugzeug früh morgens, war dann etwa 2,5 Stunden in der Luft, stieg auf etwas mehr als 5000 Meter Flughöhe und nach einem beeindruckenden Lowpass landete man das Flugzeug wieder sicher auf dem Boden. Gespannt sein dürfen wir jetzt auf den ersten Flug mit einer Rakete unter der Tragfläche. Bis dahin ist aber wohl noch ein bisschen Zeit. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich freue mich wie immer sehr über Feedback zum Video. Pullover wie diesen hier gibt es unter den Videos und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.